Jetzt wollen wir Ihnen einmal zeigen, wie man dickflüssiges Wachs oder dickflüssige Farbe in so eine Spritzkartusche bekommt, ohne dass was daneben geht. Wir haben früher solche Trichter verkauft und das ist keine gute Idee, weil die wackeln, wenn man sie einsteckt und der Durchlass unten ist viel zu dünn. Und wenn man die besseren besorgt, die unten einen dickeren Durchlass haben, dann kosten die gleich 6, 7, 8 Euro. Das ist viel zu teuer. Das macht überhaupt keinen Spaß. Versuchen Sie es mal hiermit. Eine Getränkeflasche, Coca-Cola zufällig. Und wenn man das so macht, wie ich es Ihnen jetzt zeige, ja, dann ist das alles viel einfacher und vor allem viel, viel günstiger. Was ich jetzt hier in die Hand nehme, das ist so breites Klebeband. Das ist so Malertape. Sowas hier. Und damit, ich habe mir so kleine Stückchen geschnitten, fixiere ich das erstmal so grob. So, 3 Stück habe ich vorbereitet gehabt. So, jetzt gehe ich noch ein oder zweimal da rum. So, so. Und schon ist das einigermaßen fest. Jetzt nochmal andrücken. So, okay, fertig sind wir noch nicht ganz. Da ist ein Fehler drin. Jetzt zeige ich Ihnen mal, wie wir das machen und wie Sie das zu Hause auch machen können. So wird aus einer Colaflasche, einer stabilen Kunststoffflasche, ein Trichter. Zack, fertig. So, nicht 8 Euro für den Trichter, sondern 25 Cent, also das, was der Pfand kostet. Und Sie können jetzt Gebinde kaufen, 4, 5 Liter Gebinde, die sind deutlich günstiger als 1 Liter Dosen, können das ganz entspannt umfüllen und Sie können es vorher auch umrühren. Das ist bei dickflüssigen Wachsen und Farben total wichtig und Sie kriegen es auch rein, weil der Durchlass, der ist jetzt so groß, dass es richtig durchläuft. Geld gespart, gute Idee, oder?